Herr Fronius, die Erderwärmung hat zur Folge, dass Gletscher und Pole massiv zu schmelzen begonnen haben. Als Folge ist der Anstieg des Meeresspiegels unaufhaltsam. Millionen von Menschen als Klimaflüchtlinge sind die Folge. Wie kann man dieser Entwicklung Einhalt gebieten? Ich denke, wir in Europa sind sehr stolz darauf, die gescheitersten Köpfe zu haben. Und infolgedessen gibt es für all diese Probleme auch eine Lösung. Und wir brauchen nur die Lösungen zur Umsetzung bringen. Das wäre eigentlich die größte Herausforderung. Also wie können wir das in die Praxis bringen? Vor allem, um die Regionalwirtschaft zu fördern. Denken wir jetzt nochmal allein an Österreich. Wir haben initiiert ein 1-Millionen-Dächer-Programm, das eben zur Umsetzung ansteht. Und mit diesen Riesenmengen an Photovoltaik-Dächern werden wir auch so viel Strom eben erzeugen können, damit der Import von zum Beispiel Atomstrom hinfällig wird und die regionale und österreichische Wirtschaft damit massiv zu fördern. Das ist sehr, sehr ermutigend. Wie steht denn das in Verbindung mit Ihrer Vision 24 Stunden Sonne? Ja, bei 24 Stunden Sonne haben wir einmal die normale Helligkeit, in der wir eben mit Photovoltaik Strom erzeugen. Aber dann kommt die Nacht und über diese Periode können wir uns mit eben Akkumulatoren mit Strom versorgen. Einmal Tag- und Nachtsprung nennen wir das. Und über die saisonale Abstimmung wäre die Möglichkeit eben das mit Wasserstoff zu gewährleisten. Wasserstoff als Antrieb der Zukunft im Kfz-Bereich, ist das realistisch? Wasserstoff ist der Energieträger aus meiner Sicht der Zukunft und somit können wir eben aus grünem Wasserstoff, das heißt Wasserstoff zu erzeugen aus Wasserkraft, aus Sonnenkraft, aus Windkraft oder aus Biomasse und dann ist das ein grüner Wasserstoff, wo wir nichts mehr dieser Erde an Schaden zufügen. Herr Fronius, noch eine Frage nochmal zur Vision 24 Stunden Sonne. Sie sind in der Zeit weit voraus. Wo haben Sie damals die Inspiration hergenommen? Ja, wir sind eigentlich als Erzeuger von Schweißgeräten und Batterieladesystemen in einer Situation gewesen, dass wir den Strom immer nur aus der Steckdose herausgezogen haben. Wir waren eigentlich Stromräuber. Und da ist die Idee entstanden, mit irgendeiner Methode, wie auch immer, den Strom zurückzusenden. Und daraus ist erstmals Photovoltaik geworden, das zweite der Kurzfristspeicher und das dritte das Thema Wasserstoff. In welchem Jahr war das? Das ist, hier, also das ist jetzt 27 Jahre her. Herr Fronius, ich bin sehr dankbar. Vielen, vielen Dank für dieses so motivierende Gespräch. Gerne, gerne. Wenn Sie irgendetwas noch brauchen, stehen wir jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank Ihnen.